So ist es. Jugendliche lassen sich am liebsten von Gleichaltrigen beeinflussen. Denise, Daniel und Sabrina tun das ganz gezielt. Sie kennen die neuesten Bands und stellen sie ihren Freunden vor. Hier promoten sie ein Konzert der bislang noch unbekannten Test Icicles aus Großbritannien. Es ist halt so, dass viele Leute durch uns, wenn wir das machen, auf Konzerte gehen und Flyer verteilen, auf diese Bands aufmerksam werden. Und das für mich halt so ist, dass wenn die Leute auf die aufmerksam werden, die Bands halt öfters hierher kommen und ich sie mir halt auch öfters angucken kann. Und das ist halt so der Anreiz, weil ich halt die Bands, die ich mag, auch gerne öfters sehen möchte hier. Hey, und Doch Denise und ihre Freunde haben noch mehr drauf. Sie treffen sich mit der Band hinter der Bühne oder stehen bei Konzerten stets in der ersten Reihe. Damit lässt sich im Freundeskreis natürlich eine Menge Eindruck schinden. Doch das Herrschaftswissen der Musiktrendscouts kommt nicht von ungefähr. Es wird gezielt gefüttert. Denise und Daniel gehören zu ca. 10.000 Musikfans, die ständig mit Informationen über neue Bands versorgt werden. Dahinter steckt das sogenannte X-Taster-Netzwerk. Ins Leben gerufen wurde es von der Kreuzberger Promo-Agentur M2M. Sie schickt ihren Multiplikatoren Sticker, CDs und Poster, damit sie diese in ihrem Freundeskreis verteilen. Dafür dürfen sie sich als echte Bandentdecker fühlen. So wird der Trendscout zum Promoter, denn die Werbung der Insider ist für die Clique einfach überzeugend. Mund-zu-Mund-Propaganda bereitet eigentlich den Boden dafür, für den eigenen persönlichen Sortierungsprozess. Ist das ein Künstler, eine Band, die eine mögliche Relevanz für mich hat, ja oder nein? Aber ich höre auf jeden Fall als jemand, der von einem Freund angesprochen wird, viel eher und viel bereiter und interessierter zu, als wenn mir eine Werbebotschaft in Form von einem Plakat oder in Form von eines TV-Spots um die Ohren gehauen wird.